Ja, Leute, danke fürs Wiedereinschalten zum nächsten Schalke-Part. Letzter Part, nochmal kurz zusammengefasst für diejenigen, die es verpasst haben. Ja, Saisonstart, da sind wir im Pokal knapp gegen Kaiserslautern in der Verlängerung weitergekommen. Und dann gab es die Niederlage gegen Mainz in der Liga. Das heißt, im Endeffekt war der Saisonstart nicht optimal. Wir haben jetzt momentan auch 6 Verletzte, darunter wichtige Stammspieler. Und ja, das tut natürlich ziemlich weh. Im Hintergrund seht ihr da auch noch, dass Nadir Sotea wieder ein bisschen für Unruhe sorgt, weil er wieder gerne einen neuen Vertrag hätte. Und das ist gleich mal die erste Geschichte, die ich mit euch angehen möchte. Was machen wir jetzt mit ihm? Mich nervt es ehrlich gesagt ein bisschen. Ich kann natürlich verstehen, mit 500.000 Gehalt, da wäre ich auch nicht zufrieden. Na, aber ich kann natürlich verstehen, dass sich unser Gehaltsgefüge mittlerweile natürlich ändert. Das ist schon ganz klar. Wir sind aufgestiegen, wir spielen jetzt um internationale Plätze. Wir haben dieses Jahr 3 Neuverpflichtungen. Eigentlich muss man sagen, mit Jäckel und Philips, die im Winter gekommen sind, ja, sind sehr, sehr viele Spitzenverdiener generell dazugekommen. Natürlich möchte da ein Sotea auch irgendwie dazustoßen. Fakt ist, ein fußballerisch reicht es nicht so ganz. Also ich finde, er hat jetzt ganz okay gespielt letztes Jahr, 6,84er Note, aber da gab es viele Spiele, wo wir extrem unzufrieden mit ihm waren. Und ich habe jetzt gerade versucht, mit ihm zu verhandeln, weil ich diese Woche übersprungen habe. Das Problem ist, er will immer die Schlüsselspielerrolle und er will zwischen 1,8 und weiß nicht was, Millionen. Und jetzt ist er unzufrieden, weil ich ihm diesen neuen Vertrag nicht gegeben habe. Und deswegen würde ich jetzt sagen, da wir jetzt im Moment noch ein paar Tage Zeit haben und wir haben ordentlich Budget, würde ich Nadir Sotea jetzt ehrlich gesagt ziehen lassen. Wir haben da momentan den FC Midtjylland, die interessiert sind, aber die wollen auch kein Angebot abgeben. Ja, wir reden jetzt mal mit ihm. Ich habe Vertragsgespräche versprochen, nicht den Deal, den sie fordern. Es ist ihre Entscheidung, ob sie das Angebot des Clubs annehmen oder nicht. Die Angelegenheit ist aus meiner Sicht abgeschlossen. Jetzt sorgt er natürlich für Unruhe. Und jetzt muss ich noch ein bisschen warten, oder wir nehmen einen Spielervermittler. Da gibt es momentan auch keinen, der da irgendwie was an Land ziehen könnte. Vielleicht kommt tatsächlich noch ein Angebot vom FC Midtjylland. Wir werden es mal abwarten, sonst ist er halt Backup. Ja, Romano mit einem Treffer für die zweite Mannschaft gegen Leverkusens U19, also für die U19. Siebert, Muskelbündelriss in der Wade. Nächstes Top-Talent in der Offensive, das verletzt ist. Also im Moment ist es mit dem Verletzungspech eine absolute Katastrophe. So, wir sehen jetzt hier Spiel gegen Gladbach, dann Spiel gegen die Hertha und dann Deadline Day. Also kommt einiges auf uns zu. Jetzt bin ich mal echt gespannt, wie wir das meistern. Also ich glaube, dass Weishaupt wieder fit ist. Der kann dann für den verletzten Ouedraogo reinrücken. Aber wird nicht ganz so einfach. So, Sotea auf die Transferliste zu setzen, kann helfen. Das glaube ich, ergibt Sinn. Den haben wir für 700.000 bekommen. Also dann haben wir zumindest ein nettes Transferplus mit ihm gemacht. So, schauen wir mal, wie wir heute gegen Gladbach spielen können. Bei dem Platz 7, also die sind ganz ordentlich in die Saison gestartet. Diarra weckt das Interesse von Kaiserslautern. Das ist der Diarra, den wir beim Sampdoria-Safe hatten. Genau. Spannend. Wie unterschiedlich die Karrieren laufen. Er ist mittlerweile bei Lille. Also im anderen Safe. So, Noah Weishaupt für Ouedraogo. Das ist mal klar. Tommy Doyle kommt zurück. Das ist schon mal extrem wichtig. Janicek, Becker, Hekerin wären da unten noch, die man mitnehmen könnten. Da müssten wir nur schauen. Romano ist nicht ganz fit, den nehme ich raus und nehme hier Tommy Doyle mit. Und Doyle werde ich, glaube ich, auch gleich statt Schallenberg spielen. Also eigentlich statt Tower. Schallenberg geht hier rüber. Philips braucht Spielpraxis, den tausche ich mit Jäckel, damit die sich auch immer wieder ein bisschen abwechseln. Und ich habe überlegt, ob ich einfach den Harder heute mal in die Startelf packe. Damit wir auch dem natürlich dann bei Laune halten. Wir haben sowohl ihm als auch Top eine Schlüsselspielerrolle versprochen. Sicherlich nicht optimal natürlich, aber ja. Hier sehen wir die Gladbacher. Sehr interessanter Kader mit Alexander Prass im Mittelfeld. Mit denen habe ich hier schon so oft geredet. In diesem und dem anderen Safe. Den können wir heute mal ein bisschen beobachten. Also alles in allem ist die Mannschaft ja relativ stark. Die Jungs müssen sich halt jetzt ein bisschen kennenlernen, müssen sich ein bisschen einspielen. Ihr habt noch geschrieben, dass oder jemand von euch, dass ihr zentrales Mittelfeld den zurückgezogenen Spielmacher und den Ballerobernden die jeweiligen Duties, also Support oder Verteidigen, tauschen würdet. Das heißt, Doyle mitgehen lassen und Schallenberger verteidigen. Das werden wir jetzt einfach ausprobieren. Ich lasse es jetzt einfach mal so laufen und in Hälfte Nummer 2 machen wir es anders und dann schauen wir, ob uns ein Unterschied auffällt.
So, die erste riesengute Chance. Riesengute Chance ist auch geil. Und Rösten mit dem 1:0. Also in seinem zweiten Spiel der erste Treffer. Nach Ecke von Doyle. Hier sehen wir es nochmal. Hier der erste Kopfball von Schallenberg. Den hat Omlin noch. Und dann ist Rösten da mit dem Innenpfosten. Köpft da ein, damit früh die Führung gegen die Gladbacher. So. Und mal hier wieder ein bisschen hoffen, dass das Umstellen dann klappt. Gommers zieht nach innen. Weißhaupt. Ja, eine Ballberührung zu viel. Wenn er den beim ersten Mal abschließt, ist der Gegner wahrscheinlich noch weit genug weg und kann den Schuss nicht blocken. Und Doyle mit der Ecke. Nochmal Doyle. Wallenmark. Ballenberg drüber. Aber nächster guter Versuch. 17. Minute. So, aufpassen jetzt. Ja, Gomez kommt nicht ran. Prass mit Jumu links außen. Ich sicherlich falsch ausgesprochen habe. Klingt wie ein betrunkener Franzose, der Annäherungsversuche startet. Jumu. Bezug in Französisch kann er. Prass mit der Ecke, 21. Nübel, gefährlich, Philips kann klären. Aber Weißhaupt gegen Skelly, Weißhaupt behauptet ihn. Er beweishauptet ihn. Lobt die Jungs mal. Konrad Harder hat bisher noch keine Bälle bekommen, mit denen er irgendwas anfangen hätte können da vorne. So, Sergio Gomez, auf den bin ich heute auch sehr gespannt. Bisher war er ja noch nicht wirklich gut bei uns. Hoffen wir mal, dass sich das ein bisschen ändert. Doyle mit dem Pass in die Tiefe, da war jetzt mal Harder und er versucht es einfach mal per Kopf aus dieser Situation. Sicherlich nicht optimal, aber immerhin mal wieder ein Abschluss. Ihr macht das gut, hängt euch bis zum Abpfiff weiter rein. Wir sehen hier schon ein bisschen Müdigkeit. Von den Noten her sehen wir, dass Schallenberg mit der 6,4 recht schwach ist, Aydin mit 6,5 auch. Also sollten wir Sotea verkaufen, dann wäre es schon geil, wenn wir rechts hinten eine richtige Konkurrenz für ihn bekommen. Weil man muss ganz ehrlich sagen, dass eben Sotea ihn jetzt auch nicht wirklich gefordert hat. Und Aydin ist von seiner Leistung her auch nicht wirklich konstant. Also wenn wir da jemanden hätten, der vielleicht Aydin sogar rausspielen kann von der Qualität her, dann wäre ich da auch nicht traurig. So, Skelly 47. Conné. Jetzt müssen wir aufpassen. Mittelstädt klärt nur vorübergehend, Honorat und Boré mit dem 1:1, 47. Minute, das wird noch gecheckt, aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht, ist das jetzt Abseits war, es sah nicht so aus, nein, das Ding zählt. Also wir haben hier mal ein bisschen verschlafen, da kommt Mittelstädt aber noch in den Zweikampf, dann der Pass in die Tiefe, da schläft Mittelstädt auch und da schlafen die beiden Innenverteidiger, in dem Fall eigentlich eher Rösten, denn in der Situation muss er meiner Meinung nach dafür sorgen, dass der Ball nicht durchkommt. Philips muss da rausrücken, das passt schon. Nächste Situation wieder gleich. Zwischen Philips und Rösten kommt hier Boré zum Abschluss. Ecke Prass. Philips klärt per Kopf. Und dass Prass da die Ecke macht, zählt auch nicht zu den Standardschützen bei Sturm. Hier sieht man warum. So, wir schauen uns die Chance noch an und dann werde ich mal ein bisschen was machen. Ich denke, ich werde jetzt wirklich Doyle mitgehen lassen. Mal vorne ein bisschen ein spielerisches Element noch haben. Wallenmark, Aydin, Gomez. Ja, der läuft gut. Dann der Fehler. Prass klärt fürs Erste. Wir bleiben dran. Gutes Gegenpressing hier. Schallenberg. Passt die Gelegenheit, jetzt hat er sie nochmal, Aydin, wieder Schallenberg und der geht knapp daneben. So, wir gehen jetzt insgesamt auf kontrolliert. Ich möchte schon versuchen, dass wir das Ding heute noch irgendwie gewinnen. Ja, wie gesagt, Doyle darf mitgehen. Dafür schauen wir, dass Schallenberg hinten bleibt. Probieren wir es einfach mal. Nadir Sotea bringe ich für Aydin, soll er halt heute mal irgendwas zeigen. Und ja, für Harder bringe ich Top. Damit wir auch da wieder frische Kräfte vorne haben, auch wenn Harder jetzt noch nicht wirklich müde war.
ganz solide Vorstellung, aber nicht wirklich gefährlich. Aber man kann es ihm nicht vorwerfen, weil er eben auch kaum Bälle hatte, durch die er für Gefahr sorgen konnte. Also er hing so ein bisschen in der Luft. Doyle auf Gomez. Ortega hat da viel Platz durchs Reinziehen. Und da ist Gomez. Super Chance und Omlin mit der starken Parade. 60. Minute. Sehr gut gespielt. Mittelstädt nur mit einer 6,2, aber ich kann links hinten nicht wirklich gut wechseln, leider. Ballenberg, Doyle, Ballenberg, wieder Omlin. Also wir sind gut drauf. Wallemark mit dem Freistoß. Da war Skelly noch dran, damit gibt es in der 64. jetzt hier die Ecke durch Doyle. Oh, Wallemark. Ballenberg, Sortea, Doyle, ah, Prass kann klären. So, die Chance warten wir noch ab. Wallemark auf Top, Mittelstädt. Also das ist echt nicht seine Partie heute, offensiv wie defensiv. Ballenberg top lässt sich gut fallen, dadurch stößt Wallemark in diese Neunerrolle, in diesen leeren Raum. Also vielleicht soll man mit Konrad Harder auch einfach diese pressende Stürmerrolle versuchen. Gomez, glaube ich, im Abseits. Oh, scheint doch nicht. Scheint er nicht zu pfeifen. Kone jetzt die Chance für die Gladbacher zum Konter. 73. Skelly. In der Mitte sind wir komplett offen. Nübel rettet. Boah. Also da haben sie schön zu Ende gespielt. Mittelstädt mit einer 6,1. Ich nehme den jetzt raus, auch wenn wir keine wirkliche Alternative haben. Ich bringe nun Bisi hin nach hinten, aber ich bin stinksauer über diese Leistung. Gomez nicht wirklich gut. Da schieben wir den Wallemark auf den Flügel und bringen den Kaya ins Zentrum. Das ist auch noch ein guter Wechsel, den ich machen kann. Und dann haben wir für die Schlussphase theoretisch noch einen Wechsel übrig. So, Prass jetzt mit der Ecke. Wallemark klärt sie. Rausrücken, Jungs. Mittelstädt. So, jetzt ist nun Bisi drin. Er ist natürlich ein Bisi schlechter als die anderen. Aber wenn Mittelstädt so spielt, dann hat er halt in der Mannschaft auch nichts verloren. So, Doyle. Da haben wir nun Bisi. Wieder Doyle. So, Thea hat viel Platz. Der hat eine 6,9 heute. Ballenberg, Wallemark. Ja, der Ball läuft nicht schlecht. Sie finden gute Lösungen. Dann die Flanke. Und da ist Top mit dem Treffer 84. Wir haben das Spiel wieder in unserer Hand. Und den Sieg wieder in unserer Hand. Nadir Sotea mit dem Assist. Da sehen wir es. Gute Flanke vom Italiener. Und Heke Top trifft wieder. So, Wallemark mit dem Freistoß. Kaya, schlechte Ballmitnahme. Der nimmt ihn mit und der springt so weit von ihm weg. Das ist echt schade. So, Tempo raus, Zeitspiel rauf. Neu formieren, Torwart soll das Spiel verzögern. Und dann bringen wir für Schallenberg, der heute eh schlecht ist, den Tower auf die 6. Boah, ich habe gerade ein ganz schlechtes Gefühl. Konter, Skelly, Numbisi kann die Flanke nicht verhindern. Rösten ist da, zumindest fürs Erste. Netz gegen Rösten, aufpassen. Aber Nübel. Puh. Nübel verletzt. Stolacek rein. Jetzt kann man nur hoffen, dass das nichts Schlimmes ist. Aus Stolacek sowieso ein super Backup. Da ist uns eh ein richtig guter Transfer gelungen, aber ich hätte jetzt natürlich keine Lust, dass unser Spitzenverdiener und Stammtorhüter Nübel jetzt länger ausfällt. Wir versuchen die Jungs nochmal zu beruhigen. Die letzten Sekunden laufen. Ballenberg bringt ihn unter Kontrolle. Numbisi, der hat eine 6,6, damit auch eine deutlich bessere Note als Mittelstädt. Und das war's. Wir gewinnen gegen Gladbach mit viel Dusel, aber wir haben es geschafft. Gute Arbeit von jedem hier. Das war klasse.
Damit sind wir jetzt wieder oben dabei. Weil das jetzt am Anfang noch absolut unwichtig ist. So. Becker, Dörr, Holgate und Bisi sind unglücklich wegen Sortea. Also ganz ehrlich, Forderungen nicht zumutbar. Meine Entscheidung steht. Boah, Holgate, du gehst mir auch sowas von auf den Sack. Streitsüchtig nämlich. Also Becker, Dörr und Numbisi sollten sich nicht verscherzen. Nübel-Armfraktur. 5 Wochen verletzt, den schicken wir zum Spezialisten. Ja. Besser Arm dran als Arm ab, aber was soll man machen? Das ist jetzt echt bitter. 6,6 von Ledge. Das wäre ungefähr das Zehnfache von dem, was wir gezahlt haben. Das wäre für Sortea super. Dann können wir jetzt einfach mal schauen, wen wir für rechts hinten kriegen. Dann wird es heute vielleicht doch noch kein Deadline Day, wenn wir noch ein bisschen mehr zu tun haben heute. Da hätten wir Juan Iglesias auf der Auswahl. Ist der 27-jährige Spanier. An und für sich sehr interessant. Liebt große Spiele, konstant. Gehalt könnte fragwürdig sein. Zwischen 900.000 und 1,3. Also zum Vergleich, ich glaube 1,8 wollte Sortea haben. Dann haben wir Jeremumi, junger Niederländer, den werden wir auch mal scouten. Also wenn es eine junge Lösung ist, bin ich auch sehr glücklich. Dann Franzose vom HSV. Mikkel Bronsoir oder so irgendwie. Sprich einfach alles irgendwie gleich außer Französisch. Da werden wir mal ein bisschen scouten. Wir werden uns jetzt noch keinen Vollstress machen. Verteidiger rechts, nicht Transferliste und dafür schauen wir mal, ob wir deutsche Spieler finden. Phil Neumann. Kilian Fischer. Technisch nicht so gut, aber dafür mental und körperlich. Gehaltsvorstellungen auch okay. Schauen wir mal. Die Auswahlliste haben wir ihn jetzt. Dann lassen wir ihn ausgarten. Simon Aster. Der Augsburger technisch ist halt schon limitiert. Manuel Busch ist schon 30. Phil Neumann wäre grundsätzlich schon ganz cool. Ist halt nicht der offensivstärkste. Dribbling 13 finde ich aber auch geil. Flanken 11, passen 11 ist okay. Das wäre halt auch einer, der zusätzlich nochmal für Standardsituationen ziemlich gut wäre. Auch vom Gehalt her eher etwas teurer. Also da würde ich vielleicht dann doch keinen deutschen Spieler nehmen. Dafür gehen wir auf maximales Alter 25. 6 guten Wiederverkauf. Und dann müssen wir eh schauen. Da gibt es auch Leute auf der Leihliste. Malo Gusteau von Chelsea wäre auf der Leihliste. Das wäre der Wahnsinn, aber der kostet 6 Millionen. Oder der verdient aktuell 6 Millionen. Die hätten gern 40% Gehaltsübernahme. Dafür kriegen wir eine Kaufoption für 64. Nein. Da müssen wir noch schauen. Da gibt es natürlich jetzt ein paar Möglichkeiten. Daniliuk von Burnley wäre dabei. Können wir mal kurz noch festlegen, was uns wichtig ist. Antritt, Schnelligkeit, Deckung, Passen, Tackling, Flanken, Einsatzfreude, Ausdauer, alles 15. Gut, natürlich finden wir da niemanden. Alles 14, 2 Spieler. Alles 13, 8 Spieler. Das heißt, da hätten wir den dabei, den Sergio Santos, den wir gerade vorher gesehen haben. Nee, das ist wer anders. Aber der ist noch nicht gescoutet. Also dieses von bis, das hilft uns da noch nicht so viel weiter. Wir sehen hier unten noch Adam Babic aus Kroatien mit einem sehr niedrigen Marktwert. Das ist halt der Vorteil bei kleinen Clubs. Ja, das wird schwierig. Ja, das ist finanziell auch vom Gehalt her eher schwierig. Brandon Williams, 24 Jahre alt, vom FC Midtjylland. Interessant, dass sie den anscheinend
mit Sotea ein bisschen unter Druck setzen wollen. So, dann gehen wir bei den Übereinstimmungen. Oder nein. Ah doch, gehen wir hier auf 12. Ich habe da gerade jemanden gesehen. Yusuf Gazibegovic, geliehen von Stuttgart an Alkmaar. Könnte aber jetzt auch gar nicht so stark sein, zu sein. Skelly ist zu teuer. Dann von Salzburg Van der Bremt. So jemand wäre es natürlich. Wäre interessant vom Gehalt her. Ziemlich auf dem Niveau eines Sorteas, aber ein bisschen jünger, vielleicht auch ein bisschen mehr Potenzial. So. Anton Gai. Sagt mir nichts. Ajax, beziehungsweise ursprünglich aus Dänemark. Ngakia, ein Kongolese von Leipzig. Nicolò Pierozzi, 23 Jahre alt, von Marseille. Wenn wir bei den Italienern bleiben wollen, finde ich jetzt aber auch gar nicht so spannend. Ich würde sagen, wir warten jetzt einfach mal ab, ob jetzt wirklich das Angebot von Ledger kommt. Sotea. So, Einstiegsklausel 6 Millionen läuft in einer Woche ab. Und Bischofs Ausstiegsklausel für international vertretene Clubs in der Höhe von 16 Millionen. Auch, ja, ich meine natürlich, ich glaube, das kriegst rein, das zahlt sich aus. Aber, ja. So, er möchte mit Ledger natürlich sprechen. Wir versuchen mehr Geld rauszuhandeln, 7,5. Das wäre natürlich das Zehnfache, wie schon gesagt, von dem, was er uns gekostet hat. Also allgemein ein ganz guter Deal. Da sehen wir dann schon, die Berater melden sich schon. Aber zuerst versuchen wir jetzt mal zu schauen, ob wir diesen Deal auch wirklich abschließen können. Also ob sich der Deadline Day ausgeht oder nicht, heute werden wir noch sehen. Kopenhagen mit einem Angebot, da versuchen wir 8 Millionen, 7,5. Und hier haben wir den FC Midtjylland, die würden es über die nächsten Jahre zahlen. Wäre für mich ehrlich gesagt auch kein Thema, das wäre absolut okay. Das wären dann 8 Millionen, weil dann kriegen wir in Zukunft ein bisschen was rein, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil wir jetzt in diesem Jahr eh so hohes Transferbudget haben und eigentlich niemanden so richtig brauchen. Leeds hat wegen einer Leihe angefragt, Kaufverpflichtung, okay, das ist wenigstens drin, aber für dieses, bin ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so begeistert. 72.000 im Monat, keine Gehaltsbeteiligung, ganz ehrlich, das ist mir zu wenig. Die gehen immer mehr runter von der Summe. Ich gehe da jetzt nicht, da gehen wir nicht runter. Jetzt auf 50% Gehaltsbeteiligung und nicht verhandelbar. Können Sie schauen, ob Sie das jetzt annehmen wollen oder nicht. Lass mich da jetzt nicht drängen. So, und dann sehen wir hier. Van der Bremt wird empfohlen oder wird nicht empfohlen, der Berater meldet sich wieder. Und auch hier der Berater von Kilian Fischer. Das heißt, wir haben da jetzt schon ein paar Alternativen. Die Berater freuen sich schon auf fette Provisionen. Wir haben schon die Dollarzeichen im Blick, was ganz komisch ist, weil wir so haben die Dollarzeichen im Blick, aber ist halt so. Leeds zieht das Angebot für Sotea zurück. Utara verlangt Transfer von Genk. Aber natürlich auch recht teuer. So, jetzt kommen noch ein paar Scout-Berichte rein, wobei wir da jetzt nicht wirklich viel scouten werden, außer es tut sich jetzt zufällig so ein Rechtsverteidiger auf. Da haben wir einen. Ja, 29 Jahre alt. Für das ist er dann zu teuer. Victor Moreno, sehr gutes spanisches Talent von Brighton, aber auch ein bisschen sehr teuer für das, was er momentan kann. Ja. Euroleague, Qualis. Freue mich schon sehr auf die Auslosung. Wir erhalten 3,4 Spielplan. Ist das jetzt Euroleague oder ist das Conference League? Also ganz ehrlich, die ersten drei: Razgrad, Demispor, Nicosia. Da denkst du doch echt, das ist Conference League. Dazu noch Zrinski Mostar aus Bosnien.
Wir haben wenigstens Sevilla als attraktiven Gegner, Eindhoven, Donetsk und Fiorentina. Das heißt, mit Sevilla und Fiorentina haben wir zwei coole Gegner. Eindhoven ist eigentlich auch ganz cool. Und den Rest finde ich ehrlich gesagt nicht sonderlich attraktiv. Bin fast ein bisschen enttäuscht über die Auslosung hier. Gut, wir werden jetzt nicht Gegenpressing machen in einer Euroleague-Woche, wo wir danach gegen die Bayern spielen. Da werden wir uns dann vielleicht Standardsituationen widmen oder sowas in der Richtung. Gut. Das heißt, transfermäßig hat sich jetzt soweit nichts mehr getan. Haben wir jetzt generell, wir schauen hier aus, Kruus ist wieder fit. Romano können wir dann auch mitnehmen, theoretisch. Schaut jetzt in der zweiten aus, Keuter haben wir verliehen. Bartel müssen wir schauen, werden wir eigentlich auch abgeben. Da hätten wir 140.000 circa, das wäre cool. Kerbstis wollten wir verleihen. Könnten wir aber eigentlich auch gleich ganz abgeben, ganz ehrlich. Also brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt. Anubodem finde ich eigentlich nicht schlecht, aber den würde ich auch ehrlich gesagt jetzt eher mit Weiterverkaufsoptionen verkaufen. Beteiligung am Weiterverkauf 20%. Dann haben wir Amosu. Schauen wir, ob da was reinkommt. Einige interessiert. Schauen wir mal. Da wird sich spätestens zum Deadline Day was tun. Und dann haben wir Ayan. Auf der Leihliste. Aktuell auf jeden Fall ein interessanter Spieler. Könnte man durchaus mal in die erste Mannschaft mitnehmen. Was mich halt so ein bisschen stört, ist, dass der halt einfach bei den anderen Fähigkeiten so gar nicht vorhanden ist. Aber wir können mal schauen, ob wir den irgendwie verleihen können. Theoretisch haben wir nicht als Partnerverein noch 1860. Ja. Und Rot-Weiß Aalen theoretisch auch noch. Aber dann könnte man theoretisch auch Ayan eventuell verleihen, wenn sich da jetzt nichts auftut. So, Hauptrunde der Euroleague erreichen, da freuen sie sich. 10 Spieler fürs Land abberufen. Wir sehen hier in der U21 und U20 eigentlich alles. Und bei Mali Seko Keuter, der aktuell im DFB-Pokal für Stuttgart gespielt hat, aber sonst noch nirgends. Also in der Liga noch nicht zum Einsatz gekommen. So, jetzt machen wir die Aufstellung gegen die Hertha mal. Also, Stolarczyk im Tor, da müssen wir schauen, ist das ein Mitspielender. Passen kann er sehr gut. Jo, das passt glaube ich schon. Jäckel tauschen wir wieder für Philips. Ich lasse Rösten jetzt mal als fix als Stammspieler da drin. Janicek werde ich vielleicht statt Nomisi mitnehmen, weil der kann links hinten spielen. Juan Cruz nehme ich dann statt Holgate mit. Und Romano statt Dörr. Dann haben wir für die Flügel in der Offensive ein paar Optionen. Wir sehen hier maximal 45 Minuten bei Cruz. Das heißt, das ist dann eher einer, den wir einwechseln werden für den sehr, sehr schwachen Sergio Gomez. Ah ja, ich wollte auch Mittelstädt fürs Spiel, für die Leistung im letzten Spiel kritisieren. Damit ist er auch einverstanden, ist selbst nicht zufrieden mit sich. Okay, das sehen wir generell, schaut mal. Mittlerweile, wenn man ihn so mit dem restlichen Kader vergleicht, ist er eigentlich ganz schön abgebaut. Also kommt mit der Qualität nicht mehr so ganz mit. Gut, dann schauen wir jetzt noch ganz kurz auf die Finanzen, weil ihr das ja auch immer wieder ganz gerne sehen würdet. 85 Millionen haben wir aktuell am Konto. Wir sehen von den Schulden her, dass wir 89 Nettoverschuldung haben und ja, insgesamt bleiben noch 158 Millionen Bankdarlehen offen. Also rein schuldentechnisch gibt es natürlich noch einiges abzubauen, aber jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir sportlich erfolgreich sind, dann bei den Transfers weiterhin so wirtschaften und dann werden wir das schon bald mal hoffentlich schaffen. Gut, nächster Part dann mit dem Spiel gegen die Hertha und dem Deadline Day. Vielen Dank fürs Einschalten, bis bald.